Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 12 News Update. Heute geht es um die nächste voraussichtliche Legenden Season 12 geleakt. Wir kennen sie alle schon. Viele finden sie extrem nervig, weil sie schon mal ein Event moderiert hat. Ich glaube, es war das Wargames Event in Season 8 oder 9. Ihr könnt mich gerne berichtigen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es auch das richtige Event ist. Aber ich glaube, das war dieses Event, wo wir drei verschiedene Modi hatten. Eigentlich 5, 2 ging nicht. Keine Ahnung, darum geht es nicht. Es ist Mad Maggie, die bessere Hälfte. Ich wage zwar zu bezweifeln, dass Fuse und Mad Maggie immer noch Best Friends sind, nachdem im Stories vom The Outlands Trailer Folgendes passiert. Das ist Mad Maggie. Sie haut die Granate auf den Boden. Jetzt knallt es ordentlich. Dann ist der Arm von Fuse weg. Damit kann er durch mit Maggie, Gott sei Dank, diese Granaten aus seinem Arm ballern. Auf jeden Fall habe ich das hier symbolisch einfach mal eingeblendet für alle Leute, die nicht wissen, wer Mad Maggie ist. Sie soll tatsächlich die nächste Legende sein. Wie gesagt, eine sehr nervige Stimme. Sie hat für 2 Wochen, ich glaube, es waren die Wargames, moderiert und jeder hat sich gefühlt am ersten Tag schon gewünscht, Alter, halt doch einfach deine Klappe, du nervst, weil sie wirklich extrem viel gelabert hat. Warum soll Mad Maggie hoch im Kurs stehen? Unter anderem durch die neuesten Patches sind wieder in den Gamefiles einige Sachen aufgetaucht, wie zum Beispiel ein Skydive-Emote, neue Voicelines, die Voicelines oder die Soundfiles vom Skydive und so weiter und so fort. Sogar die Fähigkeiten habe ich. Die Fähigkeiten waren ursprünglich... Achso, bevor ich darauf zu sprechen komme. Ganz wichtig, auf Stormpoint gibt es, wenn du mit Fuse den Jurassic Park, ich habe jetzt keine Ahnung, wie dieser Spot in echt heißt, dieser riesen umzäunte Bereich mit diesem riesen Prowler Nest heißt für mich Jurassic Park. Wenn du an, ich weiß nicht, ob du sofort, wenn du da reingehst mit Fuse, das passiert oder an einer bestimmten Stelle. Ich weiß nur, dass es an einem bestimmten Gebäude passiert. Da erzählt Fuse, dass der Spot doch total schön für Maggie wäre und so weiter. Ganz viele Prowler, die du dir auch, ich glaube, auf den Grill schmeißen kannst und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sehr interessant. Das ist aber jetzt nicht der einzige Beweis dafür. Wie gesagt, Skydive-Emotes und so weiter und so fort. Die Fähigkeiten, die geleakt wurden, sind gleichzeitig Fähigkeiten, habe ich schon mal vor über 1,5 Jahren und schon mal vor 2,5 Jahren, wo ich über die Zukunft von Apex Legends gesprochen habe. Da habe ich die verschiedenen geleakten Legenden schon mal vorgelesen mit Name, Aussehen, grob und den ganzen Fähigkeiten. Und zwar Husaria, eine zukünftige Legende. Und diese Fähigkeiten sollen jetzt Maggie zugesprochen werden. Ich lese sie kurz vor. Wir haben einmal die passive Fähigkeit Shotgun Kick. Finde ich extremst interessant. Du hast eine Shotgun befestigt an dem Bein oder an ihrem Bein, trittst damit zu, kannst damit Türen auftreten oder jemanden, eine Legende wegtreten und es wird dabei ein Shotgun Kick ausgelöst oder ein Shotgun Schuss. Geht aber nur, wenn du Shotgun Munition auch in deinem Inventar hast. Wie das natürlich aussieht, normalerweise mit einem Standard Nahkampfangriff boxst du normalerweise. Ich weiß nicht, ob du dann einen Sprungtritt machen musst, aber das ist jetzt erstmal dahingestellt. Die taktische Fähigkeit ist ein Flashbang oder eine Flashbang Granate. Eine Blendgranate. Selbsterklärend, haust da rein, desorientiert und so weiter und so fort. Und die ultimative Fähigkeit, da habe ich 2 verschiedene. Die erste ist die, die ich hoffe, dass es wird. Und die zweite ist von verschiedenen Dataminern nur eine Theorie. Es kann aber sein, dass das in Season 12 oder 13 oder irgendwann in der Zukunft ein Lootable Item wird. Das ist eine Ammo Box. Rede ich gleich drüber. Ich rede erstmal über die eigentliche ultimative Fähigkeit Concussive Breaching Charge und das ist eine Fähigkeit, die ich mir so sehr wünsche, weil sie jedem Camper in Ranked, wenn du dich in einem Haus verkämpfst, den Garaus macht und ich hoffe so, dass es kommt. Du stellst ein Device auf oder sie haut vielleicht das als Schockwelle raus, das wissen wir noch nicht. Eine Schockwelle durch ein Gerät wahrscheinlich, die durch Wände geht, Gegner in diesem Umkreis oder in dem Wirkungsbereich desorientiert, wie die Flashbang-Granate wahrscheinlich, sämtliche Türen aufsprengt oder einfach nur aufmacht. Vielleicht kannst du die Türen dann wieder zumachen, keine Ahnung. Und sogar sämtliche Fallen, die sich dort drin befinden, im Wirkungsbereich deaktiviert. Gasfallen, Zäune und vielleicht sogar der Watson-Mast. Müssen wir mal sehen. Klingt auf jeden Fall extrem interessant. Und das zweite ist nur eine Theorie von Dataminern. Eine Ammo-Box wurde in den Gamefiles gefunden. Das könnte, wie gesagt, ich glaube, dass es nur ein
ein Item ist, was du looten kannst. Es könnte, wie gesagt, eine ultimative Fähigkeit sein. Wie genau das aussieht, konnte keiner wirklich genau sagen. Ich interpretiere es jetzt einfach mal mit meinen Worten. Wenn es eine Ulti ist, dann macht es nur Sinn, dass du die wahrscheinlich raushaust, um deinen gesamten Teammates wahrscheinlich die Ammo, also die Munition, wie es der Name schon sagt, eine Munitionskiste, sämtliche Munition auffüllt. Oder wenn es ein Lootable-Item ist, dann hoffe ich, dass du diese Ammo-Box findest. Verbraucht ein Slot in deinem Inventar und du kannst dich aus dieser Ammo-Box, egal welche Munition du eben brauchst für deine Waffen, so lange bedienen, bis diese Ammo-Box leer ist, ohne dass du quasi die Ammo-Box aufmachst. Hast dann vielleicht 100 leichte, 100 schwere. Und dann blockierst du wieder Slots in deinem Inventar, weil du die Munition aufheben musst. Deswegen hoffe ich, wenn es ein Lootable-Item ist, dass du, wie gesagt, so lange aus dieser Ammo-Box zerrst, bis sie leer ist, dann schmeißt du aus dem Inventar und dann ist wieder gut. Das ist aber, wie gesagt, nur eine Theorie mit der Ammo-Box. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, Anfang Januar soll es schon Ingame-Teaser zu Mad Maggie geben, die mit ihrem Raumschiff, die hat ein extra Raumschiff, geben und auch ein Stories from the Outland Trailer soll Anfang Januar kommen, vielleicht sogar schon Ende Dezember. Das steht aber noch so ein bisschen in den Sternen. Ladies and Gentlemen, das ist alles, was ich zur kommenden Legenden Season 12 zu sagen habe. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.